Servus, liebe FCA-Fans. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk mit Tim. Und heute ist es wirklich ganz besonders, denn über meinen heutigen Gast kann man wohl mit Tug und Recht behaupten, dass er eine der ganz großen Legenden des Heidenheimer Fußballs ist, wenn nicht sogar die ganz große. Ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt schon denken, um wen es heute geht oder besser gesagt, wer heute bei mir ist. Marc, schön, dass du da bist. Hi, freut mich. Du hast jetzt ja wirklich eine lange Zeit beim FCH verbracht, 13 Jahre. Das kommt nicht von ungefähr. Da waren sicherlich einige Highlights dabei und ich würde mal vorschlagen, die schauen wir uns jetzt erstmal kurz an. Patrick Meier, Schnatterer, 1-0 Heidenheim. Bakcici mit viel Platz, Schnatterer mit noch mehr, Tor, 1-1, 74 Minuten vorbei. Marc Schnatterer, das ist ein Ding. Viel schöner kannst du eine Einladung zum Tore schießen nicht gestalten. Marc Schnatterer für Heidenheim. Marc Schnatterer! Da fällt dir die Kinnlade runter. Ihr seht also, das ein oder andere kleine Highlight hatte Marc dann doch in seiner Karriere mit dabei. Jetzt mal so unter uns, wenn man so eine lange Karriere hat und die ganze Zeit in einem Verein ist, pickt man sich dann vielleicht für sich selber auch den einen ganz großen Moment raus, wo man im Nachhinein vielleicht sagt, ja, das war wirklich sportlich gesehen der beste Moment meiner bisherigen Karriere. Ja, es ist, glaube ich, extrem schwierig nach so einer langen Zeit. Natürlich, jedem, der, sag ich mal, jetzt Heidenheim kennengelernt hat, auch über die Grenzen hinaus, wird gleich sagen, das muss das Spiel gegen Bayern gewesen sein im Pokal. Das war natürlich eins der ganz großen Highlights, weil es natürlich auch im Nachhinein wirklich eine krasse Reichweite hatte und eine Tragkraft. Also das, da wurde ja drüber gesprochen, nicht nur hier in Heidenheim, sondern eigentlich schon fast in Fußball-Deutschland. Und, ja, natürlich kommen da andere Spiele, wie das erste Duell mit dem VfB, als wir in Stuttgart gewonnen haben, was auch sehr emotional war und sehr besonders für uns hier in dem Moment war. Und, aber ich finde, jedes Jahr hat seine Highlights gehabt, jedes Jahr hat seine einzelnen Highlights gehabt. Und auch jeder Aufstieg, jeder WFV-Pokalsieg waren was Besonderes, weil am Schluss hältst du den Pokal in der Hand. Und ich glaube, wenn man da dann darauf zurückblickt, ist es auch nicht selbstverständlich, dass man den WFV-Pokal viermal hintereinander gewinnt. Das ist schwer genug und die Aufstiege waren extrem wichtig, vor allem auch der erste, dass wir es schnell schaffen, aus der Regionalliga rauszukommen. Ich glaube, das hat hier das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht und von dem her, ja, umso größer der Gegner wurde, umso größer die Stadien wurden, umso größer wurde auch das Highlight, klar. Aber ja, ich glaube, jeder, der auch ein bisschen in der Vergangenheit oder sich zurückerinnert, weiß, dass da auch Highlights waren, die vielleicht nicht so die Tragweite hatten, aber für uns enorm wichtig und für den Verein. Jetzt haben wir über große sportliche Highlights gesprochen, von denen es, wie wir ja gerade eben schon gesehen haben, doch sehr, sehr viele gab. Aber in der Karriere ist es nun mal so, es gibt Hochs und Tiefs. Sportlich gesehen, kannst du dich auch an Momente erinnern, obwohl wir natürlich nie abgestiegen sind, aber gab es irgendwie Momente, wo es wirklich sehr, sehr bitter war? Ja, natürlich. Ich glaube, ja, vor dem Aufstieg in die zweite Liga, als wir am letzten Spieltag dann den Relegationsplatz wieder hergeben mussten. Es war schon einer der bittersten Momente, weil wir die ganze Saison dran waren, hinterhergelaufen sind, gejagt haben und am vorletzten Spieltag wirklich den dritten Platz erobert haben. Und ja, dann waren wir eigentlich auch selbstbewusst und auch, ich sage jetzt mal, sicher in der Überzeugung, dass wir Wochenende drauf das Ding klar machen und das ist uns nicht gelungen. Das war schon so ein bisschen ein großer Nackenschlag. Auch natürlich das Jahr in der zweiten Liga, als wir bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen mussten, da merkt man das, was es bedeutet. Das ist eine ganz andere Anstrengung für den Kopf. Also da läuft viel im Kopf ab. Die Negativität, die nimmt zu. Wenn man das davor nicht gekannt hatte, dann muss man es auch da lernen, mit umzugehen. Spieler, die bei uns waren, die kannten das vielleicht von anderen Vereinen. Wir kannten das nicht und
mussten da dann auch einen anderen Weg einschlagen wie die Jahre zuvor oder auch wenn man die Jahre danach jetzt sieht. Es waren besondere Momente, aber natürlich auch persönlich gibt es Momente, die nicht immer leicht sind. Ich finde, ich hatte Glück, weil ich hatte auch ein, zwei, drei verschossene Elfmeter und trotzdem haben wir meistens die Spiele gewonnen, beziehungsweise in Elversberg damals habe ich beim Aufstiegsspiel sozusagen Elfmeter verschossen und wir sind aufgestiegen an dem Tag. Da kann man das zum Glück leicht verkraften und verarbeiten. Von dem her haben es da meine Mannschaftskollegen mir leicht gemacht, darüber schnell wegzukommen. Aber ich glaube, es gibt immer Rückschläge, persönliche, auch mit der ganzen Mannschaft. Und ich glaube, da ist immer wichtig, dass man trotzdem ehrlich zu sich ist, ehrlich mit der Situation umgeht und auch die richtigen Schlüsse draus zieht. Und rückblickend kann man sagen, habe ich das mit mir und glaube auch der Verein in den jeweiligen Situationen ganz gut hinbekommen. Finde ich interessant, dass du das gerade eben schon angesprochen hast. Klar macht man in 13 Jahren auch mal einen Fehler, kommt vor. Umso wichtiger, dass dann die Mannschaft auch da ist als Gesamtes und vielleicht mal den Karren dann aus dem Dreck zieht. Jetzt über die vergangenen 13 Jahre hast du sicherlich die ein oder andere interessante Persönlichkeit kennengelernt. Vielleicht nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im gesamten Verein. Ist da jemand kleben geblieben? Irgendjemand ganz besonders in den Jahren? Oder eine Gruppe von Leuten? Ja, ich glaube, das ist natürlich schwierig. Ich finde, ich bin jetzt, wenn man jetzt zurückblickt, 2008, wo ich hergekommen bin und bis heute, gibt es schon noch ein paar im Umfeld, die noch da sind. Sind nicht so viele, natürlich, gerade Holle, Trainer und ich, wir sind jetzt die 13 Jahre da immer zusammengegangen, waren da die Kontinuität, sage ich mal. Es gibt aber andere, wenn ich an Petra Saritz denke, die auch schon immer da ist, die habe ich kennengelernt, aber wo wir noch das kleine Stadion hatten, wo sie immer am Spieltagen drüben noch gearbeitet hat. Ich will jetzt auch nicht so viele Namen nennen, weil sonst vergisst man jemanden, da gehören so viele dazu, Ehrenamtliche, die man jetzt auch die letzten Jahre oder eineinhalb Jahre nicht mehr sehen konnte, weil kein Spiel mit Zuschauern stattgefunden ist. Also ich glaube, ich habe viele Gesichter hier gesehen und ich kann das immer zuordnen, auch wenn ich die wieder sehe. Also ich glaube, da kann man dankbar sein für die Leute, die hier immer alles dafür getan haben, dass auch die Spieltage reibungslos ablaufen. Natürlich innerhalb der Mannschaft, das verändert sich viel, wenn ich mir an die Anfangszeit erinnere. Ich glaube, es war so, wenn wir gewonnen haben, sind wir wirklich mit einer großen Gruppe abends essen gegangen und waren dann in der Stadt oft feiern und es waren wirklich legendäre Abende und wie gesagt, sowas schweißt eine Truppe zusammen und man hat ja nicht nur mit der Mannschaft gefeiert, sondern da waren ja auch viele Freunde, die jetzt, die man so kennengelernt hat, die hier in Heidenheim auch immer aufgewachsen sind, wo die Heidenheim Heimat ist, bei denen sind hier geboren und man hat zusammen den Erfolg gefeiert, aber einfach auch die Freundschaften, die mir gebildet worden sind in den Jahren. Und natürlich nimmt es mit der Zeit ab, weil es wird alles professioneller. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man dann in der Öffentlichkeit steht. Aber das war schon ein wichtiger Punkt. Und natürlich, ich habe hier mit Spielern zusammengespielt. Wenn ich überlege, Alpo Bacici, mit dem habe ich 2,5 Jahre noch in der WG gewohnt. Florian Krebs, den ich von meiner Karlsruher Zeit kenne. Wir haben uns hier wieder getroffen. Auch jetzt Co-Trainer Dieter Jarosch, wir haben zusammen auf dem Platz gestanden. Ich darf nicht vergessen, Alex Raaf, Co-Trainer, jetzt Teammanager, der immer da ist und vor meiner Zeit da ist und jetzt auch danach noch da ist. Also ich glaube, es sind Personen, die wichtig sind. Und über die Jahre hinweg haben sich weitere Freundschaften gebildet. Jeder weiß, dass ich auch mit Arne Feiges in den letzten 5 Jahren eine Freundschaft gebildet habe, nicht nur Teamkollegen waren. Das ist ja kein Geheimnis. Und man hat trotzdem mit dem einen oder anderen noch Kontakt, wenn ich jetzt auch überlege, nachdem jetzt die Zeit für mich zu Ende geht, viele Nachrichten bekommen von ehemaligen Mitspielern, wo man nicht immer sich gehört hat und das freut mich dann schon. Und wie gesagt, es wird auch nicht gerecht, jetzt weiter Namen aufzuzählen, weil ich glaube, die Zeit, die man hier verbracht hat, verbindet einen immer. Und es ist immer schön, wenn man sich wieder über den Weg läuft, auch wenn es natürlich normal ist, glaube ich, dass man nicht immer die konstanten Austausch hat, wenn man nicht gerade im gleichen Verein spielt. Das ist, glaube ich, oft so. Und trotzdem freue ich mich dann immer wieder, dem einen oder anderen über den Weg zu laufen und das auch in der Zukunft. Das klingt tatsächlich so, als hättest du eine ganz gute Zeit hier gehabt, würde ich sagen. Und auf die wollen wir jetzt auch, was die Zahlen angeht, mal ein bisschen genauer schauen. Das ist jetzt eine kleine Herausforderung für dich. Wir haben uns nämlich überlegt, wir wollen 7 Schnellschätzfragen an dich stellen. Ich bin mal gespannt, was du noch so alles weißt, wobei vieles davon kann man auch einfach nicht auf dem Schirm haben.
Da geht es wirklich ums reine Schätzen. Und ich würde sagen, da starten wir jetzt einfach mal, wie der Name schon sagt, einfach ganz schnell rein. 7 Fragen, pass auf. Erste Frage, wie viele Tage bist du schon beim FCH? Ja gut, wenn wir das so rechnen, dann müssten es ja, wenn ich jetzt mal kurz überfliege, ich bin gut beim Rechnen eigentlich, sagen wir so 4.200. Ja, bist du tatsächlich gar nicht so weit von entfernt. 4.704 Tage sind es heute auf den Tag genau. Dazu übrigens für euch zu Hause eine ganz kleine Information. Ihr seht das hier am Montag. Wir haben das letzte Woche schon aufgenommen. Das heißt, die Zahlen, die jetzt gleich noch kommen und natürlich auch die Tage, könnten sich dann bis Montag noch ein bisschen abändern. Kommen wir mal zur nächsten und da tut sich bestimmt was. Was denkst du denn, wie viele Minuten du für den FCH im Ligabetrieb gespielt hast? Puh. Gut. Jetzt. Wir haben jetzt dieses Jahr mal ein bisschen rausgerechnet, wo es nicht so viele Minuten dazugekommen sind. 12 Jahre. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Also es ist tatsächlich mehr, als man eigentlich denken würde. War auf jeden Fall mein Eindruck. Ja, klar. Ich meine, eine Saison hat ungefähr 2700 knapp 3000 Minuten ungefähr. Wenn du es hochrechnest, bist du bei 35, 40. Wir sind tatsächlich bei Stand jetzt, wie gesagt, 32.960 Minuten. Das ist schon eine ganze Zeit Leben, oder? Ah ja, stimmt, ich bin ja ein paar Mal ausgewechselt worden. Hab ich ganz vergessen. Das passiert im Besten. Ich meine, was will man machen? Aber wenn du auf dem Platz standest, dann warst du ja auch bekannt dafür, mal das ein oder andere Tor zu schießen. Und da sind wir schon bei der nächsten Frage. Wie viele Tore hast du für den FCH geschossen? Das gilt dieses Mal nicht nur für den Ligabetrieb, sondern dann auch für den DFB-Pokal. DFB-Pokal, also Regionalliga auch? Wir reden über Liga und DFB-Pokal, also auch Regionalliga, aber in diesem Fall nicht WFV-Pokal, nur DFB-Pokal. Ja, 140. 122. Training auch? Ein Spiel hast du ja auch noch. Stimmt. Also wer weiß, vielleicht kommt da jetzt noch was dazu, wenn du dir was vorgenommen hast. Und Training? Die 140 vom Training. Training auch nicht. Vergessen. Ja, vergessen. Aber das ist nicht so schlimm. Pass auf, nächste Frage, da bleiben wir mal beim DFB-Pokal. Wie viele Minuten hast du denn nur im DFB-Pokal gespielt? Ich würde sagen, das sind knapp 1200. Ah, da bist du auch mal wieder ein bisschen unter dem, was es tatsächlich ist. 1643. Und das wird sich dann bis Montag, denke ich, auch nicht mehr ändern. Also da weißt du jetzt schon mal Bescheid. DFB-Pokal. Zurück zu den Pflichtspielen. Tore haben wir auch schon besprochen. Aber weißt du denn auch noch, gegen wen du dein letztes Tor geschossen hast? Ja, das weiß ich noch. Ja, nee, ich bin zwischen zwei gespalten. KSC oder Hannover? Eins davon ist tatsächlich richtig. Ja. Frage ist jetzt, welches? Es müsste Hannover gewesen sein. Absolut. Überragend. Das war tatsächlich die erste Frage, die du auch komplett richtig beantwortet hast. Glückwunsch dazu. Ja. Also, ne, stark. Scheint schlecht, wenn man sich ein bisschen was weiß. Ja, absolut. Also bisher performst du richtig gut. Eine Frage von vier richtig. Kann man mitarbeiten. Ist mit dem Soll. Aber man muss auch sagen, die Fragen, die jetzt kommen, die werden ein bisschen einfacher. Also, ich lieb von dir, dann hast du ein gutes Gefühl, weißt du, zum Ende der Schnellfragerunde. Dann passt das auch. Wie oft hast du mit dem FCH den WFV-Pokal gewonnen? Und vielleicht eine kleine witzige Geschichte dazu. Weil das ist so einfach, da kannst du vielleicht eine Anekdote mal raushauen zu einem der Pokalsiege. Boah, also ich kann bloß so viel sagen, dass wir viermal den WFV-Pokal gewonnen haben, absolut, seit ich hier bin. Zweimal genau. Leider im Halbfinale gescheitert. Und was heißt eine witzige Anekdote? Ich glaube... Vielleicht irgendwas, was die Fans an sich auch interessieren würde. Muss ja gar nicht unbedingt witzig sein, aber irgendwas Cooles. Ich glaube, die WFV-Pokalsiege waren immer verbunden mit der Teilnahme im DFB-Pokal. Das haben wir schon wirklich auch immer gut und gebührend gefeiert. Da, ich sag mal, wir sind danach auch mal abends, haben den Pokal mitgenommen, dann sind wir in ein relativ bekanntes Schnellrestaurant. Wir haben den auch schön auf die Mitte gestellt vom Tisch und haben uns das Essen gut gehen lassen. Es gab auch andere Zeiten, da haben wir gut durchgefeiert und
Ein paar haben dann am nächsten Morgen den Pokal auch ein bisschen in der Stadt spazieren getragen und haben ihn mal präsentiert. Ja, sind dann aber damals auch, glaube ich, zwei Tage später oder einen Tag später noch nach Braunschweig zu unserem letzten Ligaspiel in der dritten Liga gefahren. Dem einen oder anderen ging es nicht ganz so gut. Nachvollziehbar wahrscheinlich. Nachvollziehbar. Ich glaube auch, es war wichtig, dass wir ihn in den Bus gebracht haben, weil aufgewacht ist er erst wieder in Braunschweig. Ja, ich habe es meistens geschafft, dass ich ganz ordentlich nach so Abenden aussah. Und ja, aber WV-Pokal, ich glaube, wir haben immer viel mit den Fans zusammen gefeiert. Ich glaube, haben wir uns noch nicht groß versteckt und deswegen hat es immer viel Spaß gemacht, dass dann die Abende feuchtfröhliche auch geendet sind. So, jetzt die letzte Frage. Die ist mit Abstand am einfachsten und wahrscheinlich auch am schönsten für dich. Wie oft bist du denn mit dem FCH aufgestiegen? Ja, zweimal und fast. Schade, dass nicht drei geworden sind, aber wir sind zweimal aufgestiegen. 2009 und 2014. Und ja, das waren schon zwei sehr ereignisreiche Tage und Momente, die wir da erleben durften. Und es war einfach auch der verdiente Lohn für die Arbeit, die wir hier dann einfach auch über die Jahre dann geleistet haben. Schönes Gefühl vielleicht auch zu wissen, dass man der Stadt, den Leuten hier was Gutes tut in dem Moment mit so einem Aufstieg. Das bedeutet ja auch was für die Leute aus Heidenheim. Ja, ich glaube, man bekommt das schon mit, wenn man halt hier dann ein bisschen hier auch jetzt wohnt und viel mit den Leuten auch spricht und sich da austauscht. Das ist schon so immer ein Thema nach dem Wochenende bei den Menschen ja auch auf der Arbeit. Und wenn man gewinnt, geht es denen meistens auch besser und gehen die gerne zur Arbeit. Und wenn man natürlich dann auch die Stadt hier, wo viele oder wo die Menschen hier aufgewachsen sind, wo ihre Heimat ist, fußballerisch nach oben bringt bis in die zweite Liga und man natürlich auch den Namen bekannt macht und auch für was steht. Ich glaube, die Leute können sich damit identifizieren und freuen sich. Ich glaube, das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man in seiner Heimatstadt zweite Bundesliga sehen kann, seine Mannschaft unterstützen kann. Und wenn man da einen Teil dazu beitragen konnte über die vielen Jahre, dass die Leute auch sag ich mal, stolz auf ihren Verein hier sind, ja, dann tut es schon gut. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwo ein bisschen mit Stolz erfüllt und es ist schon auch dann eine Ehre, dass man die Farben vom Verein, die Farben der Stadt nach außen tragen darf und man weiß, man repräsentiert nicht nur den Verein, sondern eigentlich hier die ganze Region. Du hast das Wort Heimat gerade genannt. Nach 13 Jahren, die nun ungefähr ein Drittel deines Lebens sind, ist Heidenheim für dich auch Heimat geworden? Was verbindest du mit der Stadt Heidenheim, mit den Leuten hier? Ja, absolut. Für mich ist Heidenheim schon auf jeden Fall meine zweite Heimat. Wie du gesagt hast, ist ein Drittel meines Lebens habe ich hier verbracht. Und wenn man jetzt das erste Drittel mal nimmt, wo man ja die Anfangszeit ja gar nicht immer alles wahrnimmt, wenn man relativ klein ist und jung ist, sondern jetzt hat man ja wirklich 13 Jahre gelebt und hat auch alles mitgenommen und mitbekommen und wahrgenommen. Und ich glaube, ja, Heidenheim ist für mich zweite Heimat, ist Freundschaft, auch Familie. Da gehört so viel dazu. Ich glaube, ich muss froh sein, dass ich an viele Leute geraten bin, die mir immer geholfen haben und helfen wollten. Ja, wie gesagt, meine Anfangszeit, meine erste Wohnung in der Stadt. Ich war froh, dass ich damals, wenn man sagen kann, über der Pizzeria Palazzo auch gewohnt habe. Das war für mich schon so, wo ich wie eine Familie gefühlt habe. Ich habe das Gefühl bekommen, dass ich da willkommen bin. Und das hat es mir leicht gemacht, auch hier mich in der Stadt weiter auch wohlzufühlen und auch Leute kennenzulernen. Natürlich ist der Fußball immer ein Punkt, das einem leichter macht, auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Wenn man A, eine Gruppe ist, wo man eh gleich Leute kennenlernt, aber auch, klar, die Leute interessieren sich für Fußball und man dann auch schneller ins Gespräch kommt. Aber trotzdem, man muss ja auch empfänglich dafür sein, man muss ja auch der Typ dafür sein. Und ja, ich habe mich davor auch nie verschlossen. Ich glaube, ich brauche das auch. Und deswegen bin ich da einfach nur dankbar über jeden Einzelnen, der mir hier den Einstieg geholfen hat und auch einfach die Jahre danach einfach so schön wie möglich gemacht hat. Und
auch über jede Kritik bin ich froh. Positiv wie negativ, das hilft einem und spornt einen auch an, es besser zu machen. Und deswegen, ja, meine Heimat ist meine Familie daheim, aber danach ist Heidenheim meine zweite Heimat und das auch zu Recht. Absolut. Ich glaube, hier fühlt man sich wirklich wohl, wenn man auch von woanders herkommt. Die Leute sind auf jeden Fall mit offenen Armen hier. Vor allem, wenn man wie bei dir, und ich glaube, das kann man auch sagen, eine ganz besondere Entwicklung durchmacht im deutschen Fußball. Da fallen mir jetzt ganz, ganz wenige Vereine ein, vor allem die unseren Weg wirklich, so wie wir es gemacht haben, bestritten haben, vom Amateurfußball in den Profibereich. Ja, schon an die Tür der Bundesliga, muss man ja seit letztem Jahr sagen. Wie hast du diese ganze Entwicklung im Verein und um den Verein drumherum wahrgenommen? Ja, es ist wirklich schwierig, weil wo ich damals hierher gekommen bin, kannte ich ja Heidenheim von 3-4 Duellen in der Oberliga, als ich noch in Freiberg gespielt habe. Und ich weiß noch, wir haben sogar einmal auf dem alten Kunststraßen gespielt, unten als am HSB-Sportpark. Und mehr hat man ja noch nicht gewusst. Dann bin ich hergekommen und klar, im Stadion, Alpstadion noch mit Tartanbahn außenrum. Ja, es war so, wie man es halt gekannt hat von früher. Und klar, dann sitzt man da, hat Gespräche und dann redet der Verein, Trainer und auch Holger Sandwald von Visionen. Ja, da muss man natürlich auch da empfänglich sein und bereit sein, das, sage ich mal, sich vorstellen zu können, dass es hier auch sowas, dass hier sowas entstehen kann. Und wie gesagt, war wichtig, dass wir gleich nach einem Jahr den Sprung in die dritte Liga geschafft haben. Das war, glaube ich, wirklich der Anstoß, dass dann auch die Stadt, die Menschen richtig dahinter gestanden sind und der Verein es vorantreiben konnte. Ich glaube, dann hat man oft auch natürlich mit viel Unterstützung von den Leuten hier, aber auch immer oft die richtigen Entscheidungen getroffen, was die Infrastruktur angeht, was das Wirtschaftliche angeht, was die Spieler oder die Mannschaft angeht. Und so hat man sich peu à peu entwickelt und ja, von der Mannschaft, die sich natürlich qualitativ immer verbessert hat, ging es auch übers Stadion bis hin zum Trainingsbedingungen und dann natürlich nicht zu vergessen auch die Zuschauer, natürlich die Jungs, die immer dabei waren und Mädels von Anfang an, auch die, wo ich seit Regionalliga-Zeiten kenne, die sind immer noch da. Aber mit dem Erfolg kamen auch noch mehr Leute, die sich hier mit identifizieren konnten und sich gefreut haben, dass ihre Stadt in der dritten Liga, zweiten Liga spielt. Und das ist auch extrem gewachsen, auch mit den Sponsoren, wie die Leute dahinter stehen, auch hinter dem Weg. Und von dem her ist schon was Besonderes, wenn man sieht, vor 2.000, 3.000 haben wir gespielt in der Regionalliga. Und jetzt in den letzten Jahren zwischen 10.000 und 12.000, 13.000 haben wir immer daheim. Ja, es ist schon überall hat sich entwickelt und zum Glück auch überall in die richtige und positive Richtung. Jetzt haben wir lange genug über deine Zeit beim FCH, über die Vergangenheit gesprochen. Aber was natürlich auch unsere Fans interessieren würde, wie geht es denn jetzt eigentlich mit dir weiter? Was sind deine Ziele, die du jetzt noch in Zukunft verfolgst? Ja, meine Ziele sind schon die, dass ich jetzt natürlich in dem Moment, wo man weiß, ein Vertrag läuft aus, es besteht die Chance, auch wenn vielleicht noch nicht die endgültige Entscheidung gefallen ist, die Chance, dass er nicht verlängert wird, muss man sich ja mit dem Thema auseinandersetzen und man muss sich Gedanken machen, was man im Falle der Nichtvertragsverlängerung macht. Es gibt ja zwei Möglichkeiten für mich dann. Beende ich meine Karriere und beginne die Zeit danach oder fühle ich mich noch so gut, dass ich noch spielen möchte, eine neue Herausforderung suche. Und das ist gar nicht mal so einfach und trotzdem habe ich mir da Zeit gelassen, habe mir auch Gedanken gemacht und wie gesagt, man muss auch ein bisschen auf den Körper hören, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mein Körper mich jetzt sag ich mal, zurückhält, nicht noch ein oder zwei Jahre oder vielleicht drei Jahre, sei mal dahingestellt, noch auf sehr hohem Niveau spielen kann. Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich gerne noch ein, zwei, drei Jahre spielen möchte, auch wirklich auf gutem, hohem Niveau. Und da bin ich jetzt natürlich gerade in Gesprächen, in Verhandlungen und schau, was da der richtige Weg für mich ist. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich schon auch für eine Mentalität stehe, für einen Ehrgeiz, auch für einen
ich bin auch immer noch hungrig nach Erfolg. Ich meine, man möchte was vorantreiben und nicht irgendwas verwalten. Das wird nicht meinem Naturell entsprechen und deswegen möchte ich einfach auch schauen, dass ich da dann eine Herausforderung, einen Verein finde, der das auch sucht und mit dem ich mich dann auch identifizieren kann, wo das halt passt. Und ich bin schon einer, der auch noch Spaß dran hat, sich da richtig reinzuhauen, richtig zu ackern. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Es gibt noch keine finale Entscheidung. Und ja, ich freue mich drauf, auf das, was kommt. Weil, wie gesagt, es öffnet ja einem vielleicht auch mal die Möglichkeit, noch mal was anderes zu sehen. Und ja, das ist so jetzt der Gedanke oder der Gedankengang, den man Stand jetzt hat. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wann eine Entscheidung fällt. Wenn es morgen ist, ist es morgen. Wenn es in zwei Wochen ist, ist es in zwei Wochen. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, jeden, der es interessiert, der wird es dann auch irgendwie mitkriegen. Und jetzt sind wir tatsächlich am Ende unseres Talks angekommen. Aber wir wollen es nicht so machen, wie wir es sonst machen. Normalerweise sage ich ja Tschüss. Ich habe mir gedacht, zum Ende könntest du ja vielleicht nochmal dein Wort an die Fans richten, an alle um den Verein drumherum. Und ja, unser Gespräch hier beenden. Alles klar. Ja, liebe FCA-Familie, liebe Fans, ich kann mich nur für 13 wunderbare Jahre bedanken, für eure Unterstützung, für euer Vertrauen. Ich konnte mich hier verwirklichen, alle meine Träume erfüllen, die ich nicht gedacht habe, dass sie möglich sind, dass wir das packen in den 13 Jahren, von der Regionalliga bis in die zweite Liga und fast noch das i-Tüpfelchen mit der Bundesliga. Aber auch das ist noch eine Sache, die man immer weiter träumen kann. Ich kann nur dem ganzen Verein, meinem Trainer Holger Sandwald, für eure Unterstützung danken. Dem ganzen Trainerteam, dem ganzen Staff, jedem einzelnen Mitspieler, den ich über die Jahre kennenlernen durfte. Ihr habt mir die Zeit hier immer leicht gemacht, immer viel Spaß bereitet. Und dann natürlich an die Zuschauer, die jedes Wochenende hier zu uns in die Arena gekommen sind, auswärts dabei waren. Wir hatten Höhen, wir hatten Tiefen und trotzdem haben immer nur das eine im Sinn gehabt, dass wir zusammen am Ende der Saison was zu feiern haben. Das haben wir so gut wie immer geschafft und ums Sportliche rum habt es mir auch leicht gemacht, mich hier wohlzufühlen in der Stadt. Dafür kann ich mich nur noch mal bedanken. Es war mir wirklich eine große Ehre und ich werde immer Fan dieses Vereins bleiben. Ich glaube, das weiß jeder, dass ich auch die Farben im Herzen trage und deswegen wünsche ich euch alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg und ich bin mir sicher, dass wir uns dann irgendwann auch mal wiedersehen, in welcher Form auch immer. Lassen wir uns überraschen. Bis bald, euer Schnatti. Ciao, ciao.